Das ist ja die berühmte Frage. Und tatsächlich war das sehr prägend für meine Kindheit. Ich habe mich mit Astronomie beschäftigt, habe alle möglichen Science-Fiction-Bücher gelesen. Und im Rückblick bin ich heute noch froh, dass ich in einer Zeit gelebt habe und lebe, wo diese Entwicklung Raumfahrt tatsächlich stattfindet, das nicht nur in Büchern ist. Also ich war natürlich im Bett und meine Eltern haben mich als 12-Jährigen dann geweckt. Da habe ich natürlich inständig darum gebeten. Das war ja auch noch deshalb kompliziert, weil dieser ganze Ausstieg vorverlegt wurde. Die sollten ja eigentlich erst noch eine Ruhepause haben, aber wer kann, wenn er gerade auf dem Mond gelandet ist, noch schlafen gehen? Und da ist dann in der Nacht eben dieser Ausstieg dann auch in Schwarz-Weiß und ganz verschwommen und zu sehen gewesen. Vielmehr beeindruckt war ich allerdings von diesem Expertenteam, was das deutsche Fernsehen da in dem Keller in Köln versammelt hatte. Also viele von denen, namhafte Raumfahrtprofessoren, Ruppe, Kölle, die sind mir später ja dann tatsächlich auch im Leben begegnet als Experten, als Koryphäen halt der Weltraumwissenschaft. Also Astronomie ist ja jedermanns zweites Lieblingsthema. Also Raumfahrt kommt da nicht weit dahinter. Viele von den Studierenden, die hier sich für ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik entscheiden, und das sind ja in Stuttgart sehr viele, also wir haben ja wirklich hier prominente Zahlen der Luft- und Raumfahrtabgänge in Deutschland, in Stuttgart, die denken so heimlich, ach, das könnte ich ja vielleicht auch. Das ist nicht das Hauptmotiv und die Chancen sind natürlich sehr gering, aber ich werde immer wieder mit den Fragen konfrontiert. Was außer Luft- und Raumfahrttechnik studieren muss ich denn noch tun, um meine Chancen zu verbessern, Astronautin oder Astronaut zu werden? Das kann man natürlich nicht. Be yourself ist also die ehrliche Antwort. Wenn man etwas liebt, wenn man die Beschäftigung mit den Themen der Luft- und Raumfahrttechnik liebt, wenn man sich um die Fragen kümmert, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, Astronomie, Raumfahrt, dann ist man schon auf dem richtigen Wege. Das soll man dann aber vertieft und gut machen. Und ich glaube, dass vieles in der Vorlesung, was ich als Erfahrung dann gebe, ein Stück weit eben auch den Studierenden hilft, einzuordnen. Wo ist die Technik? Wo ist der Mensch in diesem Feld und was kann ich persönlich in dem Feld am Boden oder vielleicht, wenn es dann klappt, als Astronaut, Astronautin beitragen? Die große Frage ist natürlich, ist die Erde ein Einzelfall, Leben hervorzubringen, was auch übers Leben reflektieren kann? Und die Antwort liegt natürlich erstmal auch in unseren Nachbarplaneten. Wir wissen, was auf der Erde der Fall ist. Wir wissen aber nicht, wo der Mars zum Beispiel falsch abgebogen ist. Warum wir da jetzt kein Leben auf dem Mars, jedenfalls auf der Oberfläche, vermuten. Deshalb bohren wir tief, denn je tiefer wir kommen, desto tiefer gehen wir in die Historie des Mars. Da mag dann unter geschützten Oberflächenschichten tatsächlich noch ein Hinweis zu finden sein, wie sah der Mars aus zu Zeiten, wo da noch Wasser floss. Dass Wasser fließt, wissen wir auch wieder aus Raumfahrtbildern, die Sonnen wie der Mars Express oder so etwas uns geliefert haben. Also mit der Raumfahrt schieben wir unser Wissen nach diesen großen Fragen, die sicherlich auch einen Eindruck dann in die Philosophie und die ganze Betrachtungsweise des Menschen haben, schieben wir diesen Wissenshorizont immer weiter hinaus.